sind bekannt. Also hier kann natürlich optimal geschießt werden. Und ich bin gespannt, was Ixil hier machen wird. Und was Topico diesmal, ob da wieder DTs kommen. Bei im PvP, das ja nicht ganz so gut ist, denke ich mal. Denn sobald man die erste Robo hat, dann gibt es auch den ersten Observer und dann ist das Ganze doch relativ sicher gegen die DTs. Und auch Cannons lassen sich relativ gut stellen zur Verteidigung, also im Notfall. Erstmal auf jeden Fall ganz normal bei Topico hinten der Nexus, der Nexus, ja, der Pylon am Nexus und auch Ixil macht es ihm nach. Also bei beiden keine Wall und keiner von beiden spielt irgendwie eine FFE oder sowas. Gut, ist auf diesem Map auch gefährlich, man weiß, wo der Gegner ist und einen frühen Push mit einer FFE spielen wäre natürlich tödlich. Oder gegen einen frühen Push in der FFE spielen. Kann tödlich sein. So, jetzt müssen bei beiden so relativ gleichzeitig das Gate kommen. Yep. Noch ist alles Standard und jetzt liegt es daran, wie viel Gas genommen wird. Also daran kann man meistens erkennen, was genau passiert. Frühes Doppelgas heißt entweder 3-Gate Robo Expand, so wie hier, oder ein 4-Gate. Oh, dasselbe hier nochmal. Und ich wurde angeblubbt, wie ihr sicherlich gehört habt. Ja, ich würde darauf reagieren, wenn ich könnte. Geht aber nicht. Yay! Natürlich nicht. So, geht es draußen. Nächster Pylon kommt natürlich, damit der Supply Lock nicht passiert. Und jetzt kommt hier der Cybernetics Core. Das Ganze wird so gebaut, dass es hier dicht ist, dass hier nichts so durchlaufen kann, also nichts in die Eco so reinlaufen kann. Sehr, sehr ungewöhnliche Bauweise. Aber ich denke mal, Ixil weiß schon, was er tut. Also davon können wir auf jeden Fall stark ausgehen. Und bei Topico genau dasselbe. Doppelfrühes Gas und da kommt das zweite Gate. Noch keine Unit gebaut, noch gar nichts, bei beiden nicht. Und auch hier das zweite Gate. Also momentan ist es komplett Mirror, also identisch. Und bei Ixil jetzt der erste Unterschied. Es kommt eine Sentry und bei Topico kommt der Stalker. Beiden natürlich die Warp-Technologie. Womit die wichtigste Forschung des Protoss. Also ohne spielt eigentlich keiner. Außer vielleicht Nerthos, der braucht es nicht ganz so dringend. Aber früher oder später kommt es dann da auch. Denn es ist nicht teuer, man kann es erforschen, man braucht den Kurs für sonst nichts. Außer, ja, wie gesagt, wenn man R spielt, kann man besser R-Upgrades fahren. Aber R-Tors sind so gut wie ausgestorben. Also zumindest ist ewig nicht mehr gesehen. Stalker geht an die untere Choke. Guckt, Scout. Scout Sonde kriegt einen auf den Deckel. Sieht keine frühe Echse. Er hat aber nicht gesehen, was genau sein Gegner vorhat. Wir haben mittlerweile zwei Gates und das kann sein. Jetzt kommt das Twilight Council, ist schon im Bau. Sehe ich gerade. Da. Das heißt, es werden höchstwahrscheinlich wieder die Tees kommen. Und da sollte Ixil dann keine Probleme haben. Sollte halt nur zu sehen, dass er einen Robo kriegt mit einem Observer oder einer Cannon irgendwo am Start. Denn sonst kommt gleich das Warp Prisma wieder mit den bösen DTs. Und ja, wird das Ganze auseinanderpflücken. Wenn ihr DT 9 es. Okay, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das Blink Upgrade. 4-Gate Blink Upgrade Push. Also werden gleich ziemlich viele Stalker kommen, die dann hier mit reingehen. Und dann gibt es hier einen Blink. Das könnte sehr, sehr gefährlich für Ixil werden. Ixil auf dem Weg ins Stargate. Warte, wo ist das Stargate? Versteckt oben in der Ecke. Hier wird gerade ein Kolossi verfolgt. Gut. Und somit hat Ixil wieder keine Scouting-Information. Er holt auch schon einen Kolossi raus. Besser wäre gewesen im Phoenix, um mal kurz hier rüber zu fliegen und zu gucken. Also somit sieht man auf jeden Fall mehr. Da hätte er auch gesehen, dass hier das Twilight Council geklonobusiert wird und am Laden ist.
Die vier Gates sind durch. Warp in Pylon. Ne, kein Warp in. Da kommt die Robo. Sehr ungewöhnlich, aber Warp in Pylon steht somit auch. Und hier kommt schon der Push gegen den Nexus. Nexus-Kanone wurde aktiviert. Wir haben hier vier Stalker gegen ganz viele Stalker. Ein Stalker wurde rausgenommen, zurückziehen und safe spielen. Und zusehen, dass man da was gegen bekommt. Ein weiteres Gate wurde geaddet und hier kommt ein Oracle. Und wenn das in die Ecoline reinkommt, also das zerschnitzelt Ecoline in kürzester Zeit. Das weiß ich. Aber Blink ist durch. Und jetzt hat Excel natürlich Probleme. Einer ist raus, zweiter raus und da kommt der Blink down. Und es geht von unten wieder rein. Sie natürlich versucht hier möglichst viel. So, und da geht der Chor drauf. Ah, das ist bitter. Hätte den Chor wieder nach hinten ziehen sollen. Dritte Gate ist durch. Und das Oracle, ist das Oracle schon am Start. Unten steht noch eine Phoenix Illu. Haben wir sehr, sehr viele Stalker. Also, Topico scheint ein absoluter Cheese-Spieler zu sein. Also, hat sonst keine Möglichkeiten zu gewinnen. Also, viele Spieler, die können ohne Cheese gar nicht gewinnen. Und sind einfach so gut im Schießen geworden, dass halt fast immer klappt. Und haben halt gegen jede Rasse ihre speziellen Cheese-Attacken. Und Void Ray ist am Start. Das Void Ray kann natürlich jetzt hier extrem viel Schaden machen. Aber es lebt einfach nicht lang genug. Wir versuchen hier nochmal ein paar rauszufokussen. Schönes Blink-Micro hier. Wir haben versucht, die Units zu retten, die angehittet sind. Nochmal ein Blink. Ja, das Sentry kann nicht viel machen. Ein Zealot hier wieder am Start. Ja, Zealot sag ich schon. Ein Stalker am Start und ein Stalker alleine gegen 9. 9 fucking Stalker mit Blink jetzt in der Mainbase. Also er kann aus jeder Lage einfach ohne Probleme entkommen. Und XL hat seine Base verloren. Wie gesagt, man sieht jetzt gleich, Surround klappt hier nicht wirklich. Oh, da geht einer down. Oben wieder mal versucht, hier den Pylon zu kicken. Ja, lass es doch lieber sein. Dann geht's hier und da kommt das GG von Excel. Und wieder ein Lose gegen einen Cheese.